Moinsen Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir machen heute weiter hier mit der Krog-Suche. Hier sind noch ein paar offen, hier sind drei, da sind noch zwei Hinoxe, die möchte ich besiegen. Dann geht's hier auch direkt weiter bis zum Schrein hier hinten. Am liebsten würde ich den auch heute schon schaffen, tatsächlich, aber ich weiß nicht, wie es laufen wird, wir gucken mal. Versprechen kann ich es an der Stelle nicht. Allerdings ist mir auch eingefallen, ich wollte mir hierfür noch was besorgen. Nämlich die Leuchtklamotten aus Gerudo-Stadt. Die habe ich ja noch nicht, die Leuchtsachen hier, glaube ich, im Inventar. Die waren mir ja damals zu teuer, angeblich. Also die waren mir eigentlich nicht zu teuer, aber ich wollte mir die noch nicht holen. Erstmal wieder hier umändern. So. Leuchtsachen habe ich nicht, ne? Weil ich weiß. Nee, eigentlich nicht. Nee, habe ich nicht. Na, gucken wir mal nach. Komm. Gerudo-Stadt ist hier unten. Gucken wir direkt mal hin. Auf geht's. Müssen uns gleich nochmal umziehen, aber ist egal. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob man diese Leuchtklamotten wirklich braucht, aber ich würde es einfach haben für den Fall der Fälle. Das, wenn sie es einfacher machen, dann auf jeden Fall. Sowieso. Und wir müssen erstmal hier die Darmklamotten anziehen, genau. Mein Gott, ist das schwierig, damit durch den Sand zu stampfen. Was sind das denn? Schon nur Sandalen. So, gut, wir gehen einfach mal hier rein. Tüdelü. Ich tue euch nix. Aber wo ich schon mal hier bin, fällt mir gerade ein. Kann ich nochmal gucken, ob ich irgendwo diese Sandtrobbe von der Prinzessin. Von der Königin besser gesagt, finden und fotografieren kann. Fürs Handbuch halt. Ich denke mal, die ist hier noch irgendwo, sonst wäre es ja echt Quatsch. Unten vielleicht? Ah ja, ach, hier ist sie ja. Perfekt. Haben wir ja schon gefunden. Wie kann sie sich austoben, die Dicke? Die Patricia, seht ihr, das ist ein eigener Eintrag fürs Handbuch. Bleibst du hier oder haust du ab, wenn ich näher nicht rangehe? Ey, dreh doch nicht weg. Ah, schicke Schleife hat sie vorne im Haar, ne? Patrizia hier. So, komm. Foto, fertig. Das ist echt fies, so ein Ding. Dass das auch ins Handbuch gehört, ganz ehrlich. Gut, so ein paar Sachen, wie gesagt, werde ich jetzt fürs Handbuch noch mitnehmen, wenn ich irgendwie dran denke. Ich habe an sich auch eine Liste, was mir fehlt, in meinem Lösungsbuch. Also so ist es nicht, könnte ich schon alle holen, die Sachen. Auch mit Ortsangaben, aber das ist echt zu viel. Jetzt fürs Let's Play. Ich glaube, das interessiert eh die wenigsten. Ich kann am Ende gerne nochmal, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es wissen wollt, sagen, was da fehlt, dann nochmal das Handbuch öffnen. Aber ich glaube nicht, dass ich die Fotos nochmal holen werde. Oder ich kaufe mir die Fotos, die restlichen, wenn ich das Geld haben sollte. Je nachdem. So, jetzt hoffen wir uns erstmal die Leuchtklamotten hier. Leuchtmaske sieht aus wie eine Wrestlermaske. Exklusivmaske des Gerudo Game Clubs. Bemalt mit einer Farbe aus zerstoßenen Leuchtsteinen. Zack, zack. So. Der Rest der Serie ist klar, dass die noch Werbung macht. Geld haben wir hoffentlich genug, ich denke mal schon. Ich verkaufe halt noch ein paar Bernsteine oder so. Die Leuchthose, ja, reicht da locker. Na, haben wir jetzt immer noch 1800 Rubine übrig. So. Mehr wollte ich schon gar nicht mehr hier, aber ich hole mir jetzt noch eben für die vier bezeichnete Bewährung, die ich habe. Die Statue ist ja direkt hier hinter. Meine ich, genau, hier ist sie. Noch ein Herzcontainer. Es wäre jetzt auch ein bisschen blöd für jedes Ding ein Herzcontainer zu holen, einzeln. Aber ich glaube, die letzten 8, die löse ich zusammen ein. Ist dann auch egal. Ja, komm, mach. Achso, ich muss noch bestätigen. Ups, ich habe den Text gar nicht gesehen unten. Hoppala. Dachte schon, warum passiert nichts? Hat sie das Spiel jetzt aufgegangen? Nee, ich habe nur nicht gedrückt. Zum Glück. So, extra Herz, Leben wieder voll. So, an sich, man würde jetzt denken, es gehen noch 4 Herzen, aber ich habe ja schon gesagt, wir kriegen nur noch 8 Zeichen der Bewährung. Das heißt, wir werden auch nicht aufkommen auf 4 vollen Herzen. Ich könnte 2 Ausdauercontainer noch tauschen am Ende. Ohne die jetzt hier sind es übrigens 3. Man kriegt ja 4 Zeichen der Bewährung durch die Schreine auf dem vergessenen Plateau. Ja, das war's also damit. So, ich gehe jetzt hier nochmal zum Stall. Ich habe letztes Mal. Ich erzähle gleich weiter, was ich sagen wollte. Erstmal zurück zum Stall von Maritta. So, was ich eben sagen wollte. Ich habe letztes Mal kläglich versucht, den Hund, oder einen der Hunde zumindest, dazu zu bringen, eine Schatztruhe für mich zu finden. Hab im Nachhinein gesehen, es sind ja 2 Hunde da. Der eine hat nichts gefunden anscheinend. Und ja, ich habe jetzt noch nicht in die Kommentare reingucken können, denn ich nehme diese Folge direkt im Anschluss nach der anderen auf. Ist ein bisschen schwierig, der andere ist noch nicht hochgeladen, dass ihr da Kommentare schreiben könnt, ne? Aber egal, ich versuche es jetzt nochmal. Ihr könnt mir immer noch in die Kommentare schreiben, wie das geht, wenn ich da jetzt immer noch nicht weiterkommen sollte. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal den anderen Hund probieren. Den dunklen, den schwarzen. Weil der hier, der war einfach ein Dulli. Der war einfach ein verfressenes Vieh. Du kannst dich auch direkt verpissen hier, du Mistvieh. Hau ab. Ja, du brauchst auch gar nicht kläffen, hau ab. Hab ich gesagt. So,
So, du mein Kleiner, du bist vielleicht zuverlässiger. Na? Guck mal, der freundet sich auch nicht so schnell mit... Ach doch, okay. Der freundet sich genauso schnell mit uns an. So, der kriegt jetzt Fleisch von mir. Nur, die kriegen jetzt nur Fleisch. Kein Obst, nichts anderes. Nur Fleisch. Und nur Wild. Weil ich noch welches hab. Alter, ich guck mich mal immer um. Jetzt klettert er die ganze Zeit an, der Hund. Letztes Mal waren wir noch beste Freunde, wisst ihr? So. Nein, den anderen guck ich auch mal an. Den wollte ich auch mal im Auge. So, hier. Bitteschön. Hä? Da ist ja gerade eine Truhe aufgetaucht. Guck mal, hier. Ist die doch schon. Ja? Achso, soll ich die selber rausziehen? Okay. Die war letztes Mal noch nicht da, Leute. Die ist gerade eben aufgetaucht, oder? Habe ich doch richtig gesehen. Also, kommt's doch auf den richtigen Hund an anscheinend. Da habe ich echt letztes Mal nur den falschen Hund gefüttert hier. Also ist das ein anderer Hund? Weil das war eine war ein Hyrule-Hund. Das ist aber auch einer, okay. Ja, das ist ja fies, dass man dann beide, also gucken muss, welcher Hund der richtige ist. Na gut, egal, haben wir es jetzt? Okay. Ich hab letztes Mal gewusst, dann hätte ich das ja schon nichts haben können. Hab ich die Viecher eigentlich schon fotografiert, diese Ziegenböcke? Weiß ich gar nicht. Ja, das Schwarzrückenziege habe ich schon. Das fliegt da Lehm her. Die bellen. Gut, die bellen, oder? Habe ich aber, glaube ich, schon. Jetzt wenn die fotografieren, ja, habe ich schon, okay. Dass man die mal fotografieren kann, die Viecher, ne? So, wo waren jetzt die Pone? Da war nämlich ein Kock bei der. Fuchs habe ich auch schon. Mann, der kann mich jetzt am Arsch lecken, ganz ehrlich. Ja, komm, hau ab, Junge. Von dir will ich nix. Hau ab, Mann, hab ich gesagt. Wo ist die Pona? Da hinten. Da muss ich lang. Ah, die Dinger hauen auch schon ab. Logischerweise. Ich will jetzt erstmal den Hinox besiegen, da hinten, der eine. Ist der weg? Ich glaub schon, ne? Ich glaub, der kommt nicht mal hinterher. Gut, dann haben wir die. Also vor allem 300 Rubine hat sich richtig gelohnt noch. Hört mir jetzt gerade erst auf. Ob die immer so viel Geld geben, weiß ich ja nicht, ne? Ach Gott, jetzt sind ja noch Flederbeißer wieder. Wartet. Zack. Weg mit euch. So, auf geht's. Wo ist der Hinox das gewesen, der erste? Ich würde sagen, ich hole erstmal den da hinten. Ich war hier schon mal auf der Höhe. Auf der Anhöhe da. Habe ich erstmal den anderen Hinox geholt. Mit dem anfangen sollen. So, ich Pona, komm, dann halten wir mal dahin. Was ist da? Oh, Leune. Huch. Dann setze ich mal die Maske auf. Ich habe keinen Bock auf den. Diesmal. Ist vor allem Silberner wieder, ne? Ja, sicher ist das ein Silberner. Ne, da habe ich echt keinen Bock drauf gerade. Ach komm, dann kann ich auch die Krok da direkt mitnehmen, wenn ich schon auf dem Weg hier vorbei bin. Was soll ich denn bekämpfen? Ich bin gerade unschlüssig. Ich habe dreimal Ubosas Zorn, ich habe volle Herzen. Aber ich habe scheiß Waffen, ist das Problem eigentlich. Obwohl, eigentlich nicht. Ich möchte direkt wieder loswerden, die Dinger. Ach da, okay. Schon gesehen. So, zack. Kaputt. Ach, was mir auch aufgefallen ist, kann ich auch mal eben zeigen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Hitz dafür, was man machen muss bei dem Krok. Hier war ja einer, genau, mit den Sprüngen, mit dem Pferd. Man sieht halt die Zäune auf der Karte, ne? Richtig krass, das ist auch schon richtig übel. Dass man das wieder sehen kann auf der Karte, was man da eventuell machen muss. Komm, ich mach dem Pott den Arsch. Ich hab keinen Bock jetzt hier im Abzauen. Wenn das vielleicht dafür sorgt, dass wir den Dings nicht mehr schaffen heute. Den, Schrein. Komm her. Naja, du machst jetzt wieder Feuer hier, ne? Weiß ich doch, der Schüler soll eine Lanze vor allem. Der Typ. Nee, nicht so. Oh, der geht direkt zu Boden, jawohl. Mal direkt erstmal draufhauen hier. Dieses kleine Mistvieh. Ach, verdammt, ey. Macht er jetzt Feuer? Ah, nee. Den Sprungangriff. Jetzt macht er Feuer, okay. Da hinten muss ich auch nochmal mit dem, wie heißt das Vieh, ich weiß gar nicht, dieses leuchtende Vieh auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der Großvater der Rumis von diesen komischen leuchtenden Hasen.
Alter. Wie soll ich dem Angriff ausweichen, ist mal ehrlich. Das ist einfach, wenn er so ankommt. Huch. Ich Fotomodul. Wartet mal so. Oh, die Keule ist schon kaputt. Okay, perfekt. Wirkt mich nicht. Die andere kann auch noch kaputt gehen. Nicht länger gegen kämpfen muss hier gegen den Typen. Oh, okay. Oh, schon Edelwild. Haben wir irgendwie ein Vieh gerade gekillt hier, was hier rumgelaufen ist. Ein Fuchs wahrscheinlich, ne? Oha, er kommt richtig wild angelaufen wieder. Der kleine Sack. Komm her. Oh, bin ich zu spät gesprungen oder was? War gleich kaputt, scheiße. Verdammt. Ich werde genug geworfen. Deswegen braucht man wahrscheinlich manchmal diese Weifwurf-Sachen. Gut zu wissen. Ach komm, nehme ich hier diese. Na, nehme ich jetzt nicht die Waffen. Ganz ehrlich nicht. Die sind zu schwach. Aha, okay, einfach nach hinten springen. Dann trifft er eigentlich. Ey, komm her. Und wieder der Sprungangriff, okay. Bäm, ins Gesicht. Aufsteigen, komm. So, erstmal schön den Rücken massieren. Aha. Komm her, kriegst direkt einen mit. Noch zu früh, okay. Ja, Zweiner geht auch gleich kaputt, scheiße. Hab ich nur noch einen. Bam. Ah, okay, wenn ich Stasmodul mache, dann geht's wohl anscheinend nicht so richtig. Okay. War eine Ausdauerschrecke, ich hab's gesehen. Ja, die Meldung. Okay. Ich wechsle mal eben kurz die Waffe. Für den Zeitlupenangriff hier. Der andere geht auch gleich kaputt. Scheiße, hab ich ja keinen mehr. Das war so klar. Das kleine Mistvieh. Oh, der trifft mich erstmal. Scheiße. Da habe ich wohl ein bisschen unterschätzt, dass der Angriff gar nicht so weit kommt. So, hoch da. Nehmen wir eine andere Waffe, eben die Windklinge hier. Geht auch gleich kaputt, ne? Na egal, da muss ich jetzt erstmal ein paar Waffen kaputt machen. Bam. Draufgeworfen, so. Und wieder der Sprungangriff, jawohl. Ich muss gleich Mubusas Zorn benutzen, das ist echt, das dauert zu lange. Sonst. Mubusa zieht nämlich richtig ab. Komm her. Bleib an, komm. Ich krieg da aber irgendwie nicht hin, dass der. Wow, 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 wow. Okay, nicht in den Kopf geschossen, schade. Bam, hier könnt's auch haben. Mit ins Gesicht, Mann. Ah, jetzt geht's, okay. Deine scheiß Lanze, Mann. Verzieh dich mal. Ich brauche einen Zweihänder, wenn ich Dings um Rosa dich einsetzen will. Und es regnet auch noch sauber. Bam. Hab ich dich, mein Freund. Ach, das ist mein Zweihänder, der dreht sich nicht so dabei. Scheiße, das hab ich vergessen. Okay, jetzt wird er sauer, genau. Hier auch langsam die Fall. Ach, die Fall. Der Bogen ist auch voll Schock, den ich gerade ausgerüstet habe. Stimmt hier. Und wir gehen die Waffen an, wenigstens ein bisschen aus, ne? Oh oh. Verdammt, da hat er mich erwischt. Der war aber auch mies, der Angriff jetzt. kleiner Sack hier. Und das, Mann. Und wieder der Sprungangriff. Was wieder? Will mich jetzt verarschen? Okay, Feuerangriff. Kannst du gerne machen, mein Freund. Wenn du Epona nicht killst, ist alles gut. Die Pole ist aber schön weit abseits, die wird gleich getroffen von dem. Macht der wieder einen Sprungangriff? Nee. Komm, nimm das, Mann. Schön auf das Hinterteil.
Das war doch im Kopf. Auch nicht in den Kopf, okay, dann halt nicht. Der Bogen ist kaputt. Neuer Bogen. So, nochmal 2 Treffer mitgegeben. Okay. Haha, ausgewichen. Schaut halt noch einiges aus, wa? Oh, oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Bam, ins Gesicht wieder. Geben wir ihm den Rest hier, komm. Viel hat er nicht mehr. Bam, jetzt machen wir den Rest hier, komm. Und tschüss. K.O. Nochmal einen neuen erlegt, jawohl. So muss das laufen hier. Komm, lass hier was alles fallen. Ich brauch die Waffen. Odoniten, geil. Und neuen Hufe, neuen Horn, Hörner. So. Perfekt. So freut mich. So muss das aussehen. Jetzt noch die Hinox da hinten, komm. Ich wundere mich noch, ich glaube schon, ne? Kommt jetzt bestimmt gleich mit. Hoffe ich mal, ja, die hat mich ja gehört. Die kommt da unten auf der Minimap auch schon zum Vorschein. Obwohl, ich glaube ich immer da, wenn man sie ruft, ne, auf einmal. Kann das sein? Ausdauer ist alle. Was willst du denn jetzt? Komm her. Komm, die letzten auch noch. Die 2 Federbeißer hier. Ich hab nur einen erwischt, schade. Lass mich Knochen alle mitnehmen, okay. Okay, lass mal die Federbeißerflügel da liegen, egal. Wo ist der Hinox hier? Wie soll einer sein? Da liegt er doch. Ab hier Epona, bitte. Komm, wir brauchen jetzt auch ruckzuck fertig hier, komm. In die Weichteile erstmal hauen hier, okay, und gegen den Bauch. Aufpassen, dass der mich nicht wegtritt, genau. Ich erinnere dazu, ne, so ist das ja nicht Einlockkette, Hinox. Ist ja schon down. Bist ja nur die schwache Lanze, am Nutzen der ist schon fast weg. Alles klar. Da brauche ich keinen Obosas Zorn, ganz ehrlich nicht. Oh, ins Auge gehauen, jawohl. Geil, das geht auch mit Lanze, wusste ich gar nicht. Mal gut zu wissen. Und mit dem Knochen kaputt gemacht. Kann ich natürlich wieder hier liegen bleiben. Den Bogen nehme ich auch noch mit. Wofür nehme ich den mit? Warte mal, erstmal gucken. Habe ich einen schwächeren Bogen dabei? Ich glaube schon, ne? Hm. Sieht mal kurz aus, der ist stärker, okay. Perfekt. Ja, okay, 52, der ist ja schon fast so stark wie der hier. Ein schwächer nur. Und ich habe jetzt hier schon 3 mehr an Bögen, ey. So, hier war der Hinox, den habe ich, den Krocke habe ich und dann noch die 2 Krocks und den Hinox. Okay, auf geht's. Das sollte ja noch machbar sein jetzt hier in der Folge. Aber wenn Epona dabei ist, der wir reiten können. Gut gemacht, Mädchen. So. Bisschen Zutrauen gewinnen, ne? Und den hab ich hier schon. Der fliegt hier rum, der Krok, ne? Oder steht da auf dem Stamm, okay. Genauso gut. Die Mucke auf dem Pferd ist aber schon entspannt, ne? Ich setze mir mal die Krokmaske auf, damit ich auch sicher nicht dran vorbeilaufe. Ich denke mal, hier ist es, oder? In dem Haus. Irgendwas diesmal. Da sind hier auch wieder so Zäune. Schleim, warte mal. Okay, die werden trotzdem rote Schleim, die wir selbst bei Regen. Da ist ja wieder irgendwie ungewöhnlicher Baum oder so.
Steht wieder ein Pfeil in den Dings drin. Ach so, einfach hier draufklettern, okay. Ist ja easy. Das ist auch immer voll fies, dass man erst draufklettern muss, damit die auftauchen. Finde ich persönlich. So. Reit mal weiter, Epona. Richtung Norden diesmal. Da ist auch noch ein Krog. Bei der nächsten Hütte hier oder was? Sieht so aus, ne? Noch ein Stück weiter, okay. Hier drin bestimmt wieder, oder? In dem Holzstamm hier oben. Jupp. War irgendwie abzusehen jetzt, oder? Gut, haben wir den auch. Dann auf den anderen Hinox, der da ist. Laufe ich jetzt aber so hin ohne Epona, weil die soll eh nicht da in Mitleidenschaft gezogen werden von dem Vieh. Wo war der war doch da, ne? Relativ westlich von hier aus gesehen. Ja, okay, da unten. Wolf mitkommen kannst du trotzdem noch ein Stück. Stimmt eigentlich. Und selbst wenn sie gekillt wird, ich kann sie wiederbeleben. Oder per Amiibo wiederholen. Je nachdem. Ah, das ist ein Stahlhinox. Okay, verdammt. Dann muss ich ihn später machen. Ist jetzt leider nach 5. Dann reit mal weiter. Lass ich den offen. Ist egal. Ich hätte die zuerst machen sollen dann. Na, schade. Kann man nichts dran ändern jetzt. Wo muss ich denn jetzt noch hin? Da auf den Berg hoch, ne? Genau. Ach, da komme ich ja einmal rum. Zum Stall. Der Schneelands, okay. Juglanoberg. Okay. Hoch da. Oh, ich glaube, da komme ich auch nicht mit dem Epona hoch. Oh, warte mal. Mit der sprechen wir mal eben. Ich habe mich verirrt. Entschuldigung. Weißt du vielleicht, wie man in die Grudowüste kommt? Ja, weiß ich. Zum Glück habe ich dich getroffen. Ich hatte mich völlig verirrt. Jetzt kann ich auch was Nettes mit zurückbringen. Und zwar dein Kopf. Ach verdammt, das ist ein Jäger. Scheiße. Ach, für den Meister. Ich bin drauf reingefallen. Ich habe mich dazugelernt, Leute. Komm her jetzt, Mann. So, tschüss. Stimmt erstmal im Brunnen, okay. Kopfsammler, warte mal, nehme ich mit. Ding, was ich hier, scheiß drauf. Brauche ich nicht. Scheiß Knochen. 3 Waffenplätze sind frei, 3 Waffenslots. Okay. Und noch 5 Schildslots, okay. Alles warte, ich kletter jetzt schon noch von alleine da hoch. Epona kann hier bleiben. Obwohl, ich glaube sogar, dass sie da hochkommen könnte, theoretisch, oder? Dann ist hier der Typ mit seinem Esel, der gerade wegrennt, okay. Dann halt nicht. Was da oben? Ach, Bockblind wieder. Sogar ein silberner, verdammt. Was willst du denn? Tut mir leid, Pferdchen. Alter, die silbernen haben das 10-fache Leben von den blauen. Der ist down, oder? Ja, 3 Treffer. Kassiert. Die Chimärenlanze nehme ich jetzt auch, oder? Ja, komm. Okay, mein Freund. Und tschüss. Bleib da mal bitte hier, ich will die Sachen haben. Waren die Diamanten da, die ich rauskriege? So, geschafft. Was ist denn da für ein Baum? War kein Krog, oder? Sieht nicht so aus. Ach, da ist wieder so ein Bienenstock dran, damit ich eventuell die Bockblinder verarschen kann. Ja, die sind jetzt schon down. Chili, nehme ich mit. Vielleicht irgendwann mal was Schönes draus kochen. Wer weiß. Ach, da ist das noch weit bis zum Berg hoch, ey. Na gut, ey, da habe ich ja... Also ich will zumindest noch bis zu dem Schreiner kommen. Ganz ehrlich, heute. Also bis zu der Prüfungsstätte, meine ich. Ich bis zum Schrein schaffe ich es heute nicht mehr. Ja, der Leune hat halt wieder aufgehalten, ne? Ist ja klar. Der Silberne. Oh, hier ist es kalt oben, logisch. Bitte nicht klettern jetzt hier, Link. Bitte hochrennen. Ist auch ganz schön hoch hier, ne? Komm schon, zieh, Link, zieh. Huch da.
Es wird immer kälter, glaube ich. Eine Truhe? Okay, und ein Stein dahinter. Alles klar. Lohnt sich auf jeden Fall, hier hochzugehen. Eine Königshellebarde. Kein Stark, aber immerhin. Und ein Krog. Wenn sich das nicht lohnt, weiß ich auch nicht. So. Ganz ehrlich, wie viele Sachen hätte ich jetzt so offen auf dem Weg dahin? Die zwei Krogs, den hole ich später dann. Na, dann gehe ich jetzt dahin, komm. Den Krog erst und dann kann ich immer noch weitermachen danach im nächsten Part. Hier ist ja gar nicht mehr so viel, ne, in dem Gebiet. Der Hinox noch und dann? Okay, dann haben wir es doch fast. Egal, erstmal jetzt dahin zum Richtung Schrein. Fliegen. Ich werde mir auf jeden Fall auch vor dieser Stätte da, glaube ich, einen Teleporter mal setzen. Ich weiß nicht, ob man automatisch wieder rauskommt. Alter, ist das hier eklig. Das Wetter. Geht's wieder hoch? Ja, okay. Es interessiert mich nicht. Also ich habe eventuell einen Kopf vergessen zu markieren, da gehe ich doch nochmal da hochkommen. Die Maske schlägt aber anscheinend auch nicht aus. Ist ja trotzdem was Interessantes da. Mal gucken. Vielleicht ja doch eine Truhe. Mit was Gallium drin. Aber hier ist gar nichts oben. Gar nichts. Ich finde ja schon wieder irgendwie den Berg eben, die Spitze da, dass die Truhe so ein bisschen von dem Stein ablenkt, ne? Dass man nicht unbedingt direkt drauf kommt, ja, da ist jetzt bestimmt nicht noch ein Krog, alles klar, sicherlich nicht. Da ist da doch einer, wisst ihr? Man darf ja nicht vergessen, dass die Krogmaske erst als DLC dazu kam. Ne? Wo wollte ich noch hin? Da wollte ich noch hin. Komm, hol ich erst den Krog, dann habe ich den schon mal direkt weg. Ach, hier ist auch wieder einer im Baumstamm drin anscheinend. Also wenn die so überkreuzt sind anscheinend, sind da immer Krogs drin oder wie? Das musste erkenne ich erst jetzt, ehrlich gesagt. Na komm, schieß ich einen Pfeil rein. Ist auch egal. So, danke mein Kleiner, hab dich gefunden. So, und da war da hinten noch einer. Richtung Osten von hier aus gesehen. Irgendwo am Wasser. So wie es aussah, wenn das Wasser ist. Heißt es. Und da drin, ihr seht schon, ist es richtig finster. Man sieht nichts da drin. Deswegen habe ich mir die Leuchtsachen am Anfang gekauft. Warte, ich kann sie auch einmal anziehen, für euch schon mal. So sieht's aus, im Hellen jetzt allerdings. Vielleicht gehe ich doch nochmal gleich rein mit den Klamotten. Zumindest. Da oben ist ein Windrad, okay, ich sehe schon. Oh, wieder Pfeile verballern, toll. Ja, jetzt wird mal wieder Zeit für Amiibos, will ich behaupten. Für mich die schnellste Methode, um Pfeile zu kriegen. Eins, zwei, der ist richtig langsam und drei, okay. Kein Pfeil verschossen immerhin, das freut mich. Und jetzt zurück zu der Stätte da hinten. Zum Eingang irgendwie, der müsste da hinten sein, oder? Da kann man einfach reinfliegen. Ne, da ist ein Steg, oder? Ich gehe da jetzt einfach hin. Hier, ja, das ist ein Steg, okay. Oder eine Brücke, je nachdem, wie man es nennen will. So. Was haben wir denn jetzt hier? Gehe ich noch rein oder nicht? Ich weiß nicht. Aber richtig Sinn macht es eigentlich nicht, reinzugehen. Auf jeden Fall sieht man schon hier, hier sieht es aus wie eine Prüfung. Alter. Hier setze ich mir jetzt auch den Teleporter hin. Auf jeden Fall, dass ich nicht einfach wieder hier rausgesetzt werde. Kann ich mich hier hin teleportieren? Hier soll es ja weitergehen. Dann, wenn ich hier fertig bin mit dem Ding. Ja, und Leute, kommt, wisst ihr was, wir gehen nächstes Mal erst rein. Ich verabschiede mich an der Stelle bei euch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr so sein sollte, lasst doch bitte ein Like da und abonniert meinen Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss mit Ö, euer Basukasu.